Hey guys, welcome back to the gameplay. Wir spielen Fussball Manager 2013 diesmal. Ich hatte ja schon ein paar Gameplays beim im Prinzip durchspielen, sag ich mal. Also quasi einfach nur, sag mal, eine halbe Saison innerhalb von ein, zwei Stunden. Ganz normal. Ja, also, dass die Spiele halt auch schnell durchgehen, dass man halt ein bisschen Progress hat, dass man halt ein bisschen in jedem Video sehen kann, wie Transfers gemacht werden, wie die Spieler sich ändern pro Saison und so weiter und so fort. Jetzt war die Idee, weil ich das auch, glaube ich, in dem Spiel noch nie gemacht habe, dass wir mal ein langsames Spiel machen. Was heißt langsames Spiel? Das heißt, dass wir halt wirklich jedes Spiel auch gucken im 3D-Modus und dahingehend dann auch wirklich ein bisschen mehr darauf achten, Aufstellung, Taktik und so weiter, was wir normalerweise nicht so viel machen, sind wir mal ehrlich. Wir stehen dann hauptsächlich nach Frische auf und das war's. Daher dachte ich, probieren wir das mal und gucken wir mal, wie das läuft. Ob das Bock macht oder nicht, das ist natürlich eine andere Sache. Daher würde ich sagen, bleiben wir trotzdem im Standardmodus. Jährlich, okay. So, Standarddatenbank, eingeschränkte Transfers, okay. So, das lassen wir alles, wie es war vorher. So, muss erstmal laden hier. Come on. So, dann nehmen wir natürlich den Wurstkloppi. Mr. Wurstkloppi. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mit Dortmund, as usual. Es geht jetzt nur darum, dass wir halt ein bisschen eintauchen. Nationalmannschaften, nö, kein Bock. Brauchen wir nicht. So, und da steigen wir gleich mal ein. Okay. So, wen kriegen wir denn? Rot-Weiß Erfurt, okay. Okay, yes. So, das Ding ist, wir müssen auch erstmal gucken, ob das überhaupt mit dem 3D-Spielen einigermaßen geht, wie es soll. Weil das Spiel stürzt ja so schon oft ab. müssen erstmal gucken, ob das 3D-Ding überhaupt zieht. So, Mitgliedsbeiträge, yep, Spendezeitbonus, Kontinuation, ja, okay, whatever. Regen wir erstmal kurz das Training. Wäre natürlich auch geil, wenn man das Training gucken könnte. So, wir lassen erstmal den Assistenten das machen. Your Scouts. So, wir suchen. So, wir gehen erstmal auf die Jugend wieder. Heißt Bab. Und dann England Bab. Kann man beobachten. Und bei ihm machen wir dasselbe. Wir gehen zu Spanien und Italien. Spanien. Bab. Permanent.
Okay. So, ich glaube, wir machen erstmal nicht zu viel am Anfang, weil ich erstmal gucken muss, ob das 3D-Ding auch klappt. So, machen wir kurz hier Trainingslager am Start. Achso, nee, wir müssen ja. Achso, nee, warte mal, wir machen erstmal ein Freundschaftsspiel, dass wir erstmal testen können. Ja, gegen die A-Jugend ist okay. Why not? So, Trainingslager. Wir nehmen wie üblich Bishop Abbey. Dann noch ein paar Pressesachen. Tag der Jugend, Fanclub-Treffen, Saisoneröffnung, Autogrammstunde. Und dann machen wir hier noch ein Turnierchen. Können wir nicht, okay. Anyways. Weihnachtsfeier, vergesse ich jedes Mal. Und nach der Saison, Saisonabschlussfeier. Und Spieler sein. Okay. Ja, gehen wir erstmal direkt rein in die ins Freundschaftsspiel. So. Nächstes Jahr spielen wir international. Wir werden eine tolle Stimmung haben. Wir werden nicht absteigen. Wir werden auch noch Scouting verbessern. Okay. Achso, warte mal, ich könnte mal in die Option reingehen. Okay, das war nicht hier. Voreinstellung. Spiel immer 3D-Spiel spielen. Ja. Face. Okay, so, wir haben noch News hier. Ja, könnte zu nehmen. Okay, dann würde ich sagen, probieren wir erstmal aus. Naja, umgraben. So, weil ich muss erstmal selber gucken, wie das war hier mit dem 3D-Match. Und wie viel ich Einfluss nehmen kann. Und ob es überhaupt klappt. Okay, es lädt erstmal gut. Das ist schon mal scheiße. So, bist du jetzt hängen geblieben oder? Nee. Okay. So, schnelle Hummel-Subotic-Geschenk, okay. Brustkreuz, Wolfs, Gummidan-Kiel, jetzt so. Ah, schon Traumtor. So, kann man denn. Abwehr, Spielaufbau besser? Ne, ich hätte gern Optionen. Ne? Spielgeschwindigkeit kann ich ändern, okay. Nähe des Tors. Radar, Kamera, ich hätte gern die. Den Audio leiser. Oh, shit. Auswechslung F1, F2. Radar S3. F7, F8. Okay, also man kann durchaus was einstellen. So ist nicht. Mich stört halt nur. Okay, hier ist der Radar. Okay.
erstaunt, dass man halt nicht Kamera übertragen. Oh, okay, nice. Ah, das ist okay. Lehmann macht Glück fürs Erste. Da geht er einfach durch. Zack. Ich meine, für dafürige Verhältnisse ist die Grafik jetzt nicht so schlecht. Das muss man jetzt mal sagen. Ah, gut, ja. Ja, da springt der schnelle Lehmann, keine Chance mehr. Was Großkreuz macht hier? Ach, Lehmann. Was dribbelt er da rum? Ja, Benkarit ist flink. Boah. Also Teufel. Das sah interessant aus. Das war ja Schnelligkeit 720. Von 99. Großkreuz, okay. Du check wieder. Geriet, okay. Der Pass war nicht so. Ich weiß nicht, ob man mich jetzt so gut hört oder nicht. Mit dem Hintergrundgeräuschen. Also muss ich mal nach dem Spiel gucken, ob man das einstellen kann. Oh. Ja, schön durchgesetzt. Und jetzt die Flanke bringen. Ja, gut. Oh, Leo, Junge, mit der Brust. Der geht durch, er ist zu schnell. Yep. Jetzt außen. Achso, Reus macht alleine, okay. Ja. Okay. Da kommt zu Wagen, okay. Mirke. Du Jack. Oh, geht er durch, geht er durch. Okay, okay, okay. 1-0 Torschuss. Achso, on target. Okay. So, wir können mal gucken hier. Taktische Ausrichtung, Einsatz. Einsatz für taktische Ausrichtung. Offensiv. Spielaufbau und Pässe. Passspiel. Passart. Abstöße. 20% Angriffsseite. Krass, dass man das alles hier während des Spiels ändern kann. Oh, lieber Junge. Oh, jetzt Reus, komm, mach ihn. Oh Gott, schlecht. Flankenhöhe, Ecken, Sturmtank. Naja, Lever natürlich, was ist das? Manager Zwischenrufe, oh. Also links, rechts, nach vorne, okay. Langer Ball. Ich frage, was machen die das dann noch? Ich glaube, mal gucken. So. Weiß, okay. Links, komm. Ja, richtig. Ja. So, das ist schon angreifen. Ah, ist okay. Vorstoß. Okay. Schuss. Ach, Schuss ist S. Okay. Nice. Flanke Y. Oh Gott, das war cool, das. Dribbling, Flankenwechsel, Ausspiel, Flanke, Schuss, Angreifen. Okay. Das könnte interessant werden. Oh, noch ein Freistoß. Ups, das war mein Fehler.
ist denn dribbeln? Komm, dribbel mal. Ja, sauber. Dribbel. Sie wohnen auf der Tribüne verbrannt. Was? Warum? Ich hab zu viel reingerufen, oder was? Oh, shit. Ich weiß gar nicht, dass das geht. Was zum Teufel? Okay. Also kann ich keine Änderungen mehr machen. Na ja, gut. Ich habe jetzt oft reingerufen. 6-1 Schüsse. Aber ist gut. Hier sieht man dann auch mal, wie das Spiel gelaufen ist, so ein bisschen. Okay. Ja, naja, ich meine, das sind die Amateure. Aber ich kann jetzt nicht mehr auswechseln, ne? Gut. Rechts. Komm, Mario. Oh, Lever geht durch. Schön. Lever! Was ist denn da? Aber Duchak macht guten Job da. Ich sag's und er macht den Fehlpass. Jetzt hilft noch durch. Schieß da mal. Okay, ich sag's. Gut, da wir jetzt wissen, wie es geht. So. Das war ja eher zum Testen, ob alles okay ist. Jetzt, wenn sie in die Nähe des Tores kommt, ist normal. Geiler Bug. 92%, okay, nicht schlecht. Großkreuz, okay. Seit wann kommt schon das? Oh, abseits, oder? Nee. Okay. Wir mit dem dritten. Nicht schlecht. Jetzt durch, okay. Schade. Mein Gott, komm, machen wir das. Das ist was für ein Bug bei dem, dass er immer so durchläuft. Ist das for real oder ist das. Hier, guck sie an. Keine Ahnung. Das ist nur beim Gegnerteam kommen. Also. Hier. Ah, ne, diesmal läuft er nicht durch. Okay. Idee. Oh, Eigentor. Okay. Oh, abgefasst. Schade, das wäre das Vierte gewesen. Er ist zu schnell für die Welt. Das ist ja geil. Aber der Keeper schmeißt sich auch hin. Also irgendwas scheint da zu passieren. Also ist, klar ist das ein Display-Fehler, aber was macht der denn da? Schießt der da dauernd dann? Oder? Ich weiß nicht. Los geht's. Tja, mach mal Flanke da. Okay. Heige umgeben. Nein, nein. So, Reus, bring mal die Flanke.
Richtig. Hat das eigentlich aber vom Keeper? Will das sagen? Oh, Decker, die läuft ja durch. Lever läuft wieder alleine zu. Alter! Im Prinzip hat er alle fünf gemacht. Typ. Zack. Und das war 2013, nicht 2021. Großkreuz natürlich, wer sonst. Na, kriegen die anders noch ein Tor? Der war nicht gut genug. Keeper wäre dann gewesen. Okay, Spielchen fast vorbei. Kein Lager. Ach, Ekel, was war das denn? Schnitt zu 5 Fouls, okay. Falscher Einwurf, was ist los? Na gut. 5 Dinger von Lehrer. Also offiziell 4, aber. Ah, Götze, geh nochmal durch. Bring nochmal rein die Flanke. Was soll das denn? Okay. Das scheint zu klappen. Außer dem kleinen Bug mit Bengarita. Keine Ahnung, was da passiert damit. Zehn zu drei Schüsse. Naja, jeder zweite mal drin. Nicht schlecht. Jetzt Pässe. Solche Pässe. Ja, siehst du. Passquote ist sogar schlechter als bei den Amateuren. Okay, krass. Na gut, mehr Risikopässe wahrscheinlich. Ja, die Highlights brauche ich nicht. Was ist los? Okay. Oh, hier, alles Assists, okay. Ja, mach mal. So, Feldspielerfähigkeiten, körperliche Fähigkeiten. Ein bisschen geistiger. Let's go. Gegen Bayern, okay. Hofmann. Nee, da lehnen wir ab. Oh. Nö. Für Ilkay? Das stimmt. Was ich mal gucken könnte, wäre. Also Scouts, Transfermarkt. Ah, naja, wir kennen noch keine Spieler, das ist das Problem. Emre Can. Laie. Leon Goretzka. Wollen wir den mal holen? Drei Bälle. Kennen wir noch irgendjemanden hier? Nico Schulz, okay. Gerrit Wegkamp. Ja, die sagen jetzt alle nichts wirklich. Robin Knoche, okay. Naja, gut. Infrastrukturmäßig. Fanatige Produktion. Fanatige Verkauf. Ja, dann gehen wir mal zu den Mitarbeitern. Hier, okay. So, Trainingsplan.
Ja, Trainingslieder kannst du auch festlegen, kein Problem. Trainingsgruppen kannst du auch festlegen. So, verpflichtet Jugendspieler, stellt Jugendspieler auf. Ja, stellt Reservemannschaft auf, legt die Taktik der Reserve fest. Yes. So, Eintrittspreise kannst du machen, Sponsoren mache ich, Mitarbeiter kannst du auch machen, du kannst auch verlängern. Stadioninfrastruktur, ja, kannst du auch machen. Stadionauswahl mache ich, erweitert Umfeld mache ich. So, hier kann Heinz machen. Das kann Letzer machen. Danny Letzer, okay. War nicht schlecht. Ja, das kannst du machen. Das kannst auch du machen. Ansonsten ist der Rest meins. Okay, let's go. Okay. Wir probieren es mal für 5 Jahre. Du wirst langsam ans Team herangeführt. Uff. 38,5 Mille. Ja, aber ich kann meinen besten Stürmer nicht abgeben. Sorry, aber. War das starker Tobak für Anfang des Spiels? Yeah, nice. Weil ich wusste, dass der 4 Sterne, also 8 im Prinzip, 4 volle Sterne hat. Und der entwickelt sich meistens sehr gut, also kann man nicht meckern. Erboster, ja, weil er von Schalke ist. Mein Gott. So. Oliver Kempf. Warte mal, Spieler scouten. Muss mal kurz wissen wir. Der auch 4 volle hat. Spieler suchen. Draxler. Ja, okay, der hat schon krass. Er hat Schan ist nur Laie, deswegen das schade. Suchkriterien. Ginter. Der ist auch schon 8,8 Mille schon. Der Chan wäre natürlich cool, weil der noch nicht so viel Marktwert hat. Aber gut, absolut. Ah, Goretzka. Jonas Hofmann, nein. Oh, Sponsor. Okay, nehmen wir. Was haben wir hier? Okay, wir haben schon ein paar. Okay. Sponsoren anwerben. Oh, Benatel ist gescheitert, okay. Ich dachte, den kriege ich los. Ja, Omo läuft aus, das weiß ich. Das sind alle Spieler, die wir nicht brauchen. Scouts. Mal gucken. Oh. Oh. Den hätte ich gern. Kriegst ein bisschen Handgeld.
Nur der eine, okay. Jetzt frage ich mich halt, Transfermarkt. Achso, Kempf. Achso, ich kann ihn auch nur leihen. Nochmal scouten. Achso, der Spieler ist verletzt. Achso. Kalinius. Richtung Mittelfeld. Warte mal, wir können ja ihn mal scouten. Okay, das sieht gut aus. Oh, den brauche ich sofort. Noch mal ein bisschen Handgeld drauf. Alter, sofort ins Blickfeld. Dass ich einen Zehner, also 5 volle Sterne, dass ich sofort einen finde, das ist ja krass. Und dann ist er auch noch jung. Das ist noch besser. Ich hatte bei dem Spiel letztes Mal gesehen, da gab es einen mit 11 Sternen. Ich weiß nicht, ob das ein Easter Egg war oder nicht, aber da waren die Sterne sogar kleiner. Also das war, habe ich noch nie vorher gesehen, ja. Aber leider war der schon 28 oder 29, als ich den gefunden hatte. War ein bisschen ärgerlich. Oh, Alter, will ich den kriege? Nein, will ich nicht verkaufen, den Mann. Ah, okay, er will nicht. Ich kann ihn ja mal ins Blickfeld nehmen. Bam, Alter, in your face. Okay. Take what we can get. So, ist ein bisschen niedrig, aber gut. Wie gesagt, wir nehmen erstmal was kommt. Alter, krasser Typ. Kalinius war nur 3 Sterne, na gut. Nicht wichtig dann. Okay, was hat man hier noch jetzt? Okay, nichts von Belange. Ich glaube, ich werde erstmal auf große Transfers verzichten. Da nehme ich jetzt lieber hier so ein paar Junge noch rein. Dass das Gehalt nicht so schnell nach oben geht. Außer ich finde natürlich so einen krassen wie den Frankfurter da gerade. Oh, er hat akzeptiert. Er ist in meinem Kader. Alter, der muss spielen, jedes Spiel. Den muss ich pushen ohne Ende. Krass. Wandeln. Okay, nevermind. Das heißt, wir können erstmal kurz speichern hier. Wie nennen wir das denn? 3D BVB. Speichern. So, das erstmal haben hier das Spiel. So, jetzt hätte ich gerne den Supercup mal gespielt hier. Nö, will ich nicht. Das mache ich schon selber dann. Okay. Denn
1 Museum, Level 3. Ja. Noch angeschlagen. Ich verstehe. Debritz. Achso, das könnte vielleicht ein neuer Mitarbeiter sein. Dauerkartenverkauf, 12 Mille gemacht, okay. Okay. Das war schneller. Okay. Nicht übel. So, da kommt das Spielchen. Nein, den will ich nicht abgeben. Mein Gott, stress doch nicht. Halstenberg. Oh ja, den könnte er haben. Ja, gut, hat's gerade gleich mal Trainingsspiel erreicht, so. So, Bürogebäude. Ja, das macht Sinn. Ja, kein Bock. Ja, nimm ihn mit. Chris Löwe, ja, könnte auch haben. Daniel Schulz, 39. Jetzt verstehe ich das. Die zweite Mannschaft 1-1, okay. So, Mannschaftsstärke 871, 887, ne? Okay. Also Debritz ist auch hier direkt drin, okay. So, warte mal, jetzt machen wir erstmal hier taktikmäßig das hier rein. So, Reus, Gündogan, Großkreuz, Götze, Kehl, okay. Warum spielt denn Schieber nicht? Achso, wir haben auch noch Kirche. So, Paul. Den lassen wir sofort spielen. Statt Schnittmelle. Den müssen wir pushen, den Mann. So, Blaschikowski haben wir noch drauf. Wir haben noch Perisic drauf. Okay. Schieber haben wir noch. Mitch haben wir noch. Okay. Ja, Goretzka kann ich mal reinbringen. Bittencourt. Auf jeden Fall. Moritz Leitner. Aber wir haben noch ein paar dabei auf jeden Fall. Okay. So, machen wir erstmal ein bisschen Taktik hier. So, Einsatz um die 50%. Sturmtank, Lehre. Passspielräume. Ja, schon relativ kurz behalten. Wir machen schon so in der Mitte, würde ich sagen. Spielmacher könnte man for sure. Ohne Vorgabe die andere Seite. Abwehrreihe kann schon ein bisschen höher stehen. Konterspiel. Abseitsfalle. Pressing würde ich schon gerne ordentlich machen. Und Abstöße kurz. BVB 3. Überschreiben. Jupp, okay. Also Flankenposition. Machen wir mal so. Okay. So. Ah ja, so Paul hatten wir gemacht. Goretzka hier.
Okay, gucken wir mal, was geht. So. Die Fans sollen mehr als 4 Tore sehen. Okay. Ja, wir machen das. Okay, Guys. Mal gucken. Erster Titel. Mal sehen, ob sie mich hier von der Tribüne werfen. Das wusste ich nicht, dass das geht. Aber schon muss ich. Okay. So, wir haben unseren neuen Mann hier. Po. Ansonsten selbe Aufstellung wie vorhin. Also ein bisschen anders mit Reus noch drin. So, wen haben wir hier? Neuer, Badstuber, Dante, Boateng, Lahm. Okay. Schweinsteiger, Martinez, Kroos, Rüdiger. Okay. Nicht ohne. Ach, scheiße, ich habe wieder vergessen. Ich habe vergessen, die Audio wieder umzustellen. Also zu gucken, ob es geht. So. Abwehr, Spiel auf Plan besser. Manager Zwischenrufe. Schuss war Esse. Was ist das hier? Keine Probleme. Ah, okay. Nicht aufpassen da. Okay. Oh, das ist toll. Oh, Glück gehabt. Okay, komm, mach gleich den Konter raus. Boah, der passt. Scheiße. Dribbelnbord. Aha. Schade. Schön. Unser Freistoß, oder? Ja. Was? Okay, bisher nicht so schlecht. Neuer haut ihn raus. Wir haben ihn sofort. Okay. Was nützt er denn? Schieß doch! Ja? Das ist ein Elfer. Ja, ein Elfer. Komm, mach ihn rein. Yes! Ganz sauber, Leon. Ach, das ist schon schön. Gut, dann schon mal dafür. Ich weiß nicht, was du Götze, was machst du, Alter? Okay. Gelb, richtig. Schweinsteiger. Was ist das hier? Zack. Da war kein Ball. Ist ein bisschen weit weg, leider. Der war knapp. Shit. Also die Abschläge sind für den Arsch bei denen. Aber wir kommen auch super schnell nach vorne, Alter. Abseits, schön gestellt.
Oh oh, brauchen wir schnell. Sauber Hummels. Ach komm. Also ich bin nicht auch zu Hummels auf jeden Fall. Was war denn das hier? Flankenwechsel, okay. Jetzt raus. Freiwurfschlag. Schön. Ach, Reus, Junge. Der kriegt den Freistoß. So, da könnte vielleicht was draus werden. Ah, schade. Aber wir kriegen jeden zweiten Ball da. Ach, er kann das noch abseits. Boah, das war so knapp. Schade. So, bisher kann ich echt nicht meckern, aber. Die fangen alles in der Mitte ab. Also, das ist echt gut. Ich spiele noch hauptsächlich durch die Mitte. Oh! Soll jetzt schießen, habe ich gesagt. Oh, Latte, Scheiße. Aber gut, hat er Bayern schon. Ja, Götze. Was? Aber gar nichts. Ein Handspiel vielleicht? Schieber, Schieber. Komm, gehen wir dann. Schieß, Reus, mach mal. Oh Gott, Reus, Junge. Wir müssen auswechseln. Ich brauche wirklich einen Stürmer da vorne. Verkackt ihr da schon im Block? Genau, ja, drüber mal. Und Schuss. Oh Gott, was war das denn? Na, jetzt nicht ein Konter reinlaufen hier. Oh, nee, das sieht nicht gut aus. Oh, wir wollten Abseits stellen. Scheiße. Wegen der Ecke. Shit. Den hat er gut gemacht. Mann, Jungs, ey. Was macht ihr? Da spielt ihr eine ganze Halbzeit gut und dann kriegt er hier einen Konter nach einer Ecke. Erstmal Schieber für Reus hier. Stimmung. Okay. Das ist ein MIT. Okay. Ach so, ja. Krass, okay. Das habe ich zum Beispiel nicht, wenn ich die Berechnung nicht mache. Okay. Guckst dir an, erfolgreiche Pässe 84% zu 58%. Also, das hat man schon gemerkt. Also, alles in der Mitte ging weg. Ich hoffe, das bleibt so. Aber wir haben trotzdem halt ein Tor gemacht, die Schweine. Weil wir keine Ecken schießen können. Oh oh. Damit. Lieber Junge, was machst du? Na, schieß mal. Yes!
Deswegen hat man zwei Stunden. Boah, der Pass, Alter. Das Passspiel läuft auf jeden Fall. Das ist mecker. Oh, Schieber, komm, machst du nochmal. Schreie. Sensor. Den hat der Reus wieder verkackt. Nice, Lugo. Ah, shit. Aber ich glaube, unser neuer Paul auf der linken Seite, linker Verteidiger, ich glaube, da hat noch gar nichts zu tun. Was wie faul. Schade. Okay. Gut, das war ein zweiter Vorsprung. Ich nehme gerne noch einen. Großkreuz, Alter. Großkreuz, was geht ab, Alter? Schreie. Was war denn mit Großkreuz los? Krass. Wie er da durchgeht. Oh, das ist ein Sturm. Götze, komm, bring rein das Ding. Ach, besser. Kehli, oh, hab's jetzt schon. Nee? Von mir, Mann. Der schiebt den recht, Alter. Krass, das ist kein Abwehr, Mann. Oh, Schieber. So, wir wechseln. Dorsche kommt, okay. Jetzt. Und gute Treppen. Okay. Hey, da finde ich zwei. Ach, für Christian Paul, okay. Oh, hat er nichts zu tun gehabt. Ja, haben wir jetzt aber. Pizarro. Oh, schön, Alter. Komm, Jung. Okay. War mal eine Idee. Sauber. Na ja, gut, da brennt nichts mehr an. Den Supercup haben wir. Holz nochmal nach vorne, die Jungs. Oh, schön, Kehli, Junge. Jetzt kommt zwar kein Pass mehr an von uns, aber egal. Na, Pizarro, machst du noch? Ja. Jetzt kriegen wir aber auch keinen Ball mehr wirklich hier. Ne, die Pässe kommen nicht mehr an. Aber gut, was soll's.
stark. Das war zwar ein Rückpass, aber gut. Da können wir mal noch einen festhalten da vorne. Also. Komm, dribbel dich durch. Oh, ich dachte, Schieber macht noch jetzt. Aber gut, 5 sind genug. Wird sich Neuer nicht freuen. Titel, Junge. Da war keine Pfeife in der Hand. So. 16 zu 8 Torschüsse. Ballbesitz 50-50, ja. 85% erfolgreiche Pässe zu 70, naja, okay. Aber hier, Robert, Julian. Weihnacht. 1,0. Und Gündogan hat die 1,0, was? Und Schion mit 3 Toren hat nur 2. Interessant. Okay. Löwe geht zu Kaiserslautern. Tribünennamen. Was denn jetzt? Hattrick. Jürgen Schieber erzielt einen Hattrick. Ja, das weiß ich. So, verhandeln. Okay, vielleicht auch nicht. Okay. Transfermarkt, gucken wir nochmal, ob wir da hier irgendwas sehen. Die Prozessor meine. Boah, schon krass. Aber nur 8,75, okay. Ablösefrei, okay. Naja, da müssen die Scouts noch ein bisschen arbeiten, bis wir da was sehen. Ah ja, Mitgliederkampagne können wir machen. Und ansonsten, so, nochmal einen rechten Verteidiger, ja, einen linken Verteidiger. Ja, Löwe geht ja eh. So, wir haben noch Leitner, wir haben Bittencourt, wir haben Goretzka. Heißt, Kehli könnten wir fast verkaufen eigentlich. Naja gut, der geht eh irgendwann automatisch. Bender, okay. Ovo geht eh bald. Soll noch in der zweiten hier am Start. Ah ja, Duxi. Jonas. So, Blasche und Götzen. Ja, ich will da eigentlich gar nicht so viel machen am Anfang erstmal. Gut trainiert. Großes Lob. Du hast gut trainiert. Du trainierst sensationell. Okay. Okay, würde ich sagen, für das erste Video jetzt machen wir noch die erste Runde hier. Nehmen wir noch mit das Spiel. Ja, dem hierbei auch nicht. Okay, Löwe wechselt. Ah, gescheitert, okay. Würde ich sagen, nehmen wir das Erfurt-Spiel noch mit.
Dann wissen wir erstmal, dass das soweit klappt. Bisher macht Laune auf jeden Fall. Dass wir mal wirklich ein bisschen sehen können, wie die auch spielen. So, hier. Lass mal kurz gerne mal rein. Gündogan kann sich mal aus. Naja. Nee. Reus darf sich auch sein. Ansonsten, ah ja, Paul. Ja. Okay, let's go. Wir schaffen die nächste Runde, komm. Ach, ich habe wieder vergessen, nach dem Tor zu gucken. Ich vergesse es ja. Das Spiel dauert so lange, dass ich es mal vergesse. Ja, komm. Go guys, let's go. Ja, Kili, was los? Okay. Geht gleich mal gut los. 10.000 führt in Frankfurt. Okay. Pauli führt. Okay, was ist los, Alter? Ich habe überlegt, ob ich ihn rauslasse, aber. Oh, shit. Können wir dann. Yes. Shit. Achso, wann war der Radar? Was war denn der Radar? Achso, der Radar kommt hier nicht raus. Achso, okay. Aber oh, das läuft noch nicht so rund. Das sah in Bayern besser aus. So. Gündogan steht tief. Krass. Sauber heute. Tja. Oh, ich darf nicht mehr sagen. Jetzt fliege ich wieder runter. Okay, sauber Schieber, sauber, geh mal durch. Ah, das ist nicht weiterlaufen können.
gut geholt. Was ich machen könnte, wäre. Sauber, Kelly. Uff, richtig. Ist alles noch so ein bisschen. Naja. So, Paul mal hier. Okay. Ja. Da passt er nicht so über. Komm mit. Oh, lässt sich abkochen da, ey. Komm neben. Ja, okay. Hat zumindest den Körper reingebracht. Naja. Sauber, Paul. Ja. Oh. Oh. Doch, mach das, Junge. Hä, warum zeigt er denn 2-0 an? Wir haben noch gar kein Tor vorher gemacht, oder? Nicht Bescheid. Was? Du musst ja Highlight sehen. Habe ich das eine Tor verpasst jetzt, oder was? Zum Teufel? Schau. Was? Verstehe nicht. Okay, kontern wir. Jupp. Oh, Lever war im Abseits. Komm, schicki. Genau. Ah, oh, warum die Kurve? Oh! Schön, ja. Schieber. Aber das erste Tor ist total verpennt. Ich weiß nicht mehr, wer es macht hat. Aber kann er nicht Schieber gewesen sein, er hat ja beide gewonnen. Also wahrscheinlich Lever dann. Wie habe ich denn ein Tor verpasst? 26. Lever. Kann ich das ansehen? Ne, kann ich nicht. Scheiße. Keine Ahnung. Komplett an mir vorbeigegangen. Ja, dann können wir ja schon mal ein bisschen hier. Schon mal ein bisschen ändern. Ne? D-Boots darf noch rein. Für ein Großkreuz. Und Lasche darf rein für Götz. Wir führen ja komfortabel. Können wir gleich mal sehen, was die uns drauf haben. Kein Abplatz? Okay. Aus. Okay. Dann 4-3-1. Pfingsten Redding. Ja, sauber Pische. So, Leon. Jupp. Leon macht gleich mein Assist. Pische, so. Debritz. Subotic. Okay. Boah, Pische. Das ist sehr viel schneller. 1-0 Foul ist das auch schon. Das
faires Game. Sauber, sauber. Kelly, was war das denn, Alter? Schieber, Junge. Aber Kelly, sauber, gut zurückgeholt. Ach, schade, Kurzka. Kelly. Lever, der ist aber tief. Zum Goretzka da so weit vorne. Sauber Weidenfeller. Roman. Pesche, Pesche. So gut jetzt schon. Okay. Sauber. Oh, der war stark. Schöner Trick. Okay. Leon. Leon. Naja. Ein fünftes wäre nicht schlecht. Wiedersehen. Oh, Luis, nicht vergessen das Ding. Die Null sollte stehen, das wäre schön. Das war gut für Torhüter. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich muss echt mal dann im Video gucken, wie laut der Hintergrund ist. Wenn man mich trotzdem noch gut hört, dann ist das ja okay dann. Ja, nee, also. Da brauchst du jetzt nicht. Immer noch gelb, muss ich sagen. Boah, Pichel läuft da mal durch. Oh, schön. Ja, easy. Easy Ding. Lever mit dem Hattrick. Oh, Blasche, Junge. Oh, schade. Wenn er den jetzt noch nicht reinbringt. Demuts. Demuts. Oh, shit. Und Paul. Ja, da ist oh, Paul, Junge, was ist los? Ach, stimmt, ich habe zwei Angst auf der linken Seite jetzt noch. Na, Goretzka zum Ball muss ja schon gehen. 6:0 Torschüsse. 15 Tore, okay. Wie oft der Weinfeller schon raus muss. Komm, halten bei, halten bei. Ja, ja, okay. Das ist ja gut. Schieber, Junge. Alter. Lever? Macht dann? Natürlich macht dann. Macht sein viertes. Geht nochmal durch.
Ganz in der Pullerflanke. Oh. Krass. Schieber kommen. Oh, und dann so ein Puller-Ding. Okay, aber. Das ist ein gutes Spielchen. 6-0. 80% Pässe, okay. 18 Torschüsse, naja. Ach scheiße, jetzt hätte ich das erste Tor gucken können. 1,0, 1,0. 1,0 für Pesche, okay. Nicht schlecht. So, wen haben wir denn als nächstes dann? Auf Schalke. Eieieiei. Nicht schlecht. Das war wahrscheinlich wegen dem Viererpack. Na gut, Jungs. Wir machen hier erstmal Stopp. Das war Teil 1 der Serie. Und ich glaube, das könnte eine relativ lange Serie werden. Weil, glaube ich, so ja, 3 Spiele bis 4 Spiele pro Teil machen werden. Heißt, für eine Saison wird ein bisschen dauern. Aber ich glaube, ist auch vielleicht mal durchaus interessant, mal ein bisschen tiefer reinzugehen. Mal nicht einfach nur auf Spiel, Spiel, Spiel klicken und dann einfach die Resultate nehmen, sondern wirklich ein bisschen zu gucken, wie spielen die Spieler, ein bisschen tiefer in den Kader reinzugehen. Und ja, ich glaube auch so kommentieren des Spiels macht doch Laune. Also, wenn man gewinnt, natürlich noch mehr. Daher gucken wir mal. Also, ich spreche mal kurz hier. 3D BVB. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum zweiten Teil. Wurstkloppi Style. Bye.